Um mit dem Panther von Level 2 auf Level 3 zu kommen, müssen wir 10 Gegner heimlich töten und einmal mit der Phantomtechnik aus dem Blickfeld eines Gegners verschwinden. Deshalb bin ich auch gerade hier an der Örtlichkeit von der letzten Folge geblieben. Auf eine bessere Position! Okay, wir wurden entdeckt. Oh, die Technik ist noch gar nicht aufgeladen. Dann wird es jetzt haarig. Jetzt ist die Technik aufgeladen. Hallo. So, und damit haben wir das. Nice. Gut, dann exfiltrieren wir mal zu einem anderen Ort. Denn hier wird das jetzt nichts mehr mit den heimlichen Tötungen. Das war aber auch vollkommen so gewollt. Und deshalb gar kein Problem. Wo gehen wir denn hin? Nach Süden, würde ich sagen. Wenn ich Süden finde. Ist das hier jetzt Süden? Ja, ungefähr. Gut, diese Straße ist es. Da kommt ein Auto. Einmal ausweichen. Fahren wir einfach vielleicht hier gerade querfeldein hoch. Machen Wheelie. Hoppala. Sehr hecklastig, dieses Auto. Da die nächste Patrouille. Ach, guck mal da. Wobei, das war vielleicht schlecht, jetzt hier auszusteigen. Aber wir haben jetzt den zweiten Gegner. Und da oben haben wir noch einen. Oh nein, das ist ein... Oh, das war knapp. Mit der letzten Kugel im Magazin. Da haben wir noch einen. Treffe ich die aber vielleicht nicht. Wenn der in Deckung geht, war es das. Ich warte mal kurz, bis er sich bewegt. Ist es überhaupt ein Gegner? Oder ist das nur... Ja, ist ein Gegner. Wow. Das war der vierte. Da fliegt eine Drohne. Ich höre eine Drohne. Oh, shit. Habe ich es beide gekriegt? Ja, sieht ganz so aus. Shit. Das waren 7 Gegner. Jetzt habe ich die schon bald alle, ohne hier überhaupt noch irgendjemanden getötet zu haben. Oh, nice. Haben erwischt. Fehlen nur noch 2. Oh, oh. Die Drohne. Das war die Drohne. Und das war der letzte. Damit sind wir auf Stufe 3. Nice.